Es dampft vor meinem Gesicht und das ist klar. UFRAs gute Köche, es ist wieder soweit. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und herzlich willkommen, liebe Gäste hier in Halle 16 zu UFRAs gute Köche am heutigen Dienstag. Meine Gäste heute sind einerseits unser Meisterkoch heute, Günther von Kniese vom Rhönpark Hotel und Thomas Rösler, Formel-3-Fahrer. Herzlichen Applaus bitte. Günther, hier brodelt's mächtig. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Wir werden heute ein schönes Schokoküchlein machen mit einem Zimtparfait und einen kleinen Krapper mit ein bisschen leichten Ingwer-Schaum. Der wird leicht dressiert. Wir zeigen ein paar Tricks heute, wie wir es machen. Auch diese schönen Begriffe zur Rose abziehen. Was heißt das eigentlich und wie sieht das eigentlich aus? Also auch ein paar Kniffe, dass man sich zu Hause nicht ziehen muss. Oh, wie ging's? Also wir erklären es auch ein bisschen heute. Okay, also süß geht's auf jeden Fall heute zu. Thomas, du bist eigentlich Formel-3-Rennfahrer. Ganz genau, wie kommst du jetzt dazu, dass du jetzt bei uns in der Küchzeile stehst? Na gut, so ein bisschen die Leidenschaft zum Kochen habe ich sowieso durch die Verbindung mit dem Günther und dem Rhön-Park-Hotel. Haben uns da mal zusammengetan und haben die Aktivküche gegründet, wo wir einfach das Kochen nach außen bringen wollen. Und deswegen sind wir heute hier, um das ein bisschen zu zeigen, was wir da machen. Natürlich, mein Hauptgeschäft besteht darin, Rennen zu fahren. Und das ist eine gute Ablenkung für mich, um mich ein bisschen von dem ganzen Rennstress ein bisschen abzusondern. Und deshalb also man das. Findet dich schon in der Küche mal zu Hause? Ja, das findet man, ja. Okay. Ja, und Günther, bei dir ist das Kochen gar nicht so weit weg. Du bist zwar Geschäftsführer beim Rhön-Park Hotel, aber gelernter Koch, ne? Ich bin gelernter Koch, durfte nicht mehr durch Neurodermitis, habe dann Jura studiert und dann zurück in die Hotellerie. Ja, wir hatten ja die letzten zwei Tage schon richtige Köche, Starköche fast schon da. Die haben für Franz Beckenbauer gekocht, die haben am Broadway gekocht, du hast für Gerhard Schröder gekocht. Wie war das damals? Tolle Erfahrung. Das war eine tolle Erfahrung, ungewöhnlich, auch man sammelt ja Erfahrungen, auch im Bereich Ritz-Carlton waren wir unterwegs auf der IAA. Und dann kommen Stars, die wollen abends Linsensuppe und kein Filet Mignon. Okay, also auch mal die einfachen Gerichte. Auch die einfachen. Okay, so einfach wird es aber bei uns heute gar nicht. Linsensuppe bei uns wird heute ein bisschen aufwendiger, aber trotzdem lecker, hoffe ich. Fangen wir an, oder? Ja, gerne. Mit was fangen wir an? Wir fangen an mit dem Reduktion fürs Parfait. Okay. Dann werden wir gleich auch das Parfait beginnen, weil das Parfait muss durchfrieren. Das ist immer was Schönes, gerade auch für die Weihnachtszeit. Jeder kann die beste Gans, aber keiner kann ein Dessert. Ja. Überall gibt es Eis. Wir machen hier heute das König des Eis, das Parfait, halbgefroren. Ich glaube, das wird eine runde Sache. Wieso König des Eis? Das Parfait ist ein halbgefrorenes Eis und ist ganz luftig. Ja. Und schmilzt schneller als gewöhnliches Eis. Das zergeht auf der Zunge. Ja, sollte es. Da sind wir mal sehr gespannt. Was müssen wir machen? Mit was fangen wir an? Der Thomas fängt gleich an fürs Küchlein. Okay. Wir haben schon den Mürbeteig zubereitet, weil also jeder weiß, wie ein Mürbeteig funktioniert. Thomas macht jetzt die Füllung fürs Küchlein und zeigt aber auch, wo man darauf achten sollte beim Küchlein, wenn man das macht, dass man den Mürbeteig vernünftig ausrollt, dass man ihn schön in die Schale reinlegt und bereitet dann die Füllung auch zu. Okay, das sind diese Schälchen hier, wo der Mürbeteig dann reinkommt. Da kommt er rein, ja. Okay. Gut, das machst du jetzt? Jawohl, ich fange damit an. Okay. Wir machen das parallel. Genau, nebenbei haben wir hinten noch ein paar Erbsen. Das ist immer eine schöne Sache, wenn man trockene Erbsen hat. Die legt man beim Backen mit in den Teig rein, dass der Teig nicht hochkommt. Okay, also die Erbsen halten den Teig dann unten, damit noch genug Platz für Schokoküchen ist. Und du machst derweil was, Günther? Ich setze jetzt erstmal die Reduktion an. Ja, was heißt Reduktion genau? Reduktion ist ja nur der Begriff Einkochen. Okay. Fürs Parfait. Wir haben hier Zimtstangen drin, geben gleich ein bisschen Weißwein dazu und lassen das langsam einkochen. Wie lange dauert das circa? Das ist unterschiedlich. Wenn man richtig einen schönen Geschmack haben möchte, lässt man das mehrmals einkochen. Okay. Dass der Geschmack immer wieder rauskommt. Okay. Werde dann hier fürs Parfait Eigelb trennen. Ja. So, ein bisschen Platz braucht man dafür. Ja, ein bisschen Platz, das ist aber alles halb so wild. So, du trennst die Eier jetzt? Ich trenne die, ja. Okay. Mhm. So, Thomas, bei dir kommt jetzt zur Schokolade die Butter? Jawohl, hier machen wir Butter rein.
machen dann ein bisschen Sahne dazu. Ja. Und tun das Ganze dann auch in dem Wasserbad erwärmen und das vermengen. Okay. Und parallel dazu machen wir dann die Eier und den Zucker, um das Cremige zu bekommen. Okay, und es gibt dann ein richtig cremiges Schokoladentörtchen in der Mitte. Genau. Okay. Was wir dann in die Füllung dann damit reingeben. Okay. Das sieht doch schon mal gut aus. Das wird noch besser. Das wird noch besser, ja, das hoffe ich doch. Thomas, erklär uns, wie du fährst, wann du fährst, was du fährst. Was muss uns die unter Formel 3 vorstellen? Also Formel 3 ist eigentlich die Vorstufe, um eine Karriere in der Formel 1 oder in der DTM weiterzuführen. Ja. Dadurch, dass wir das auch als ein eigenständiges Team machen, entscheide ich natürlich für mich, wohin es für mich weitergeht. Das heißt, du bist selbstständiger Teamchef? Ganz genau. Wir betreiben hauptberuflich ein Rennteam. Ja. Kann man sich vorstellen, wie Ferrari in der Formel 1, so machen wir das in der Formel 3. Parallel dazu fahre ich eben auch noch selber. Und wir tun eben junge Fahrer ausbilden, dass sie dann den Weg weiterführen können in die Formel 1, in die DTM oder wohin auch immer der Weg gehen soll. Und wie du damals angefangen hast, da stand dann gar nicht die Entscheidung an, dass du in die Formel 1 gehst, oder hast du gesagt, nee, ich bleibe im Familienbetrieb und führe den weiter, oder wie war da deine Entscheidung? Naja gut, sage ich mal, als solches, jeder Traum von einem Rennfahrer, der beginnt, ist natürlich Formel 1 zu fahren. Wenn man dann Realist genug ist, sieht man dann, wie viel Kosten dahinter hängen. Ja. Und man muss ganz einfach am richtigen Platz, zur richtigen Zeit sein, dann geht's weiter. War bei mir bedingt nicht der Fall gewesen. Ich bin dort hängen geblieben, wo ich jetzt bin, bin aber mit meiner Situation glücklich, dass ich da bin. Und ja, ich meine, Formel 3 ist immerhin auch ein Name. Ich meine, das schauen ja auch viele Zuschauer zu, tausende Zuschauer an der Rennstrecke. Du fährst auch am Hauenstein zum Beispiel, Bergrennen, das kennen ja viele, das sind ja auch tausende in der Rhön an der Rennstrecke. Ganz genau. Das machen wir zusätzlich noch. Das ist, sage ich mal, mein Part, den ich mache. Ja. Bergrennen zu fahren ist was ganz Extremes. Wir haben nur eine Möglichkeit, also man fährt nur einmal die Strecke lang. Ja. In der Zeit muss alles hundertprozentig passen. Man hat keine zweite Möglichkeit. Wenn man einen Patzer macht, kommt entweder der Abgrund oder eine Mauer, ein Felsen. Und von daher hat das einen ganz besonderen Reiz, die Sache. Bisschen gefährlicher. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Erfolge? Hast du da dieses Jahr auch verbucht? Ne? Ja, dieses Jahr bin ich deutscher Meister im Bergpokal geworden und Zweiter in der deutschen Meisterschaft im Bergsport. Die zwei, sag ich mal, Titel sind mir sicher. Die kann mir keiner mehr nehmen. Ich habe in der Bergpokal so viele Punkte Vorsprung, dass ich schon drei Rennen hätte nicht mehr fahren müssen. Ja. Und ja, das war eigentlich so der größte Erfolg, den wir dieses Jahr hatten. Also ein Rennen steht hier noch an. Gut, eins Günther, wir hier wird jetzt das Eigelb mit Zucker vermischt. Richtig. Also wir ziehen es jetzt langsam zu Rosa ab. Das heißt, das Ei muss leicht gerinnen. Es ist Zucker drin. Ein bisschen Weißwein für den Geschmack. Okay. Der Alkohol, brauchen wir keine Angst zu haben, der verfliegt durch die Temperatur. Ja. Gut, dann schauen wir uns gleich an. Hier entsteht das Parfait. Liebe Zuschauer, wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für Sie da mit diesen großen Leckerheiten. Liebe Zuschauer, hier geht es heute süß zu bei Ufras Gute Köche und damit herzlich willkommen zurück. Günther von Kniese vom Rhönpark Hotel kocht hier heute mit uns ein leckeres Dessert. Günther, was hast du jetzt hier schon gemacht? Das Parfait haben wir gemacht, ne? Wir haben jetzt Eigelb getrennt, also vom Eiweiß. Zucker und ein bisschen Weißwein schlagen wir dieses jetzt auf. Man sagt es halt, man zieht es zu Rosa ab. Okay. Was es damit beinhaltet, also ich zeige es nachher mal, was das überhaupt heißt, zur Rose abziehen. Okay. Was brodelt da noch? Das ist für unseren Ingwer-Schaum. Okay. Mit Krapper. Das ist gehobelter Ingwer und? Das ist gehobelter Ingwer mit Zucker und ein bisschen Weißwein. Okay. Das muss einreduzieren. Genauso wie unser Zimt hier, ne? Genau, der kocht nebenbei. Genau, und der Thomas hat hier schon die erste Schokomasse fertig. Die haben wir im Wasserbad gemacht. Ganz genau. Schokolade, Butter und? Und ein bisschen Sahne. Und ein bisschen Sahne, warte. Und genau. Jetzt kommt noch was? Jetzt machen wir das Ganze noch cremig mit dem Ei und einem Eigelb, Zucker. Okay. Ein bisschen Vanillezucker, das machen wir jetzt genauso auch wieder auf dem Wasserbad. Okay, also und beides am Wasserbad gemacht. Genau.
So. Woran sehe ich jetzt? Ist gut? Reicht? Das muss ungefähr ein bisschen aussehen wie geschlagene Sahne. Das muss langsam Spuren hinterlassen. Mhm. Dann weiß ich, wir kommen dem Ziel näher. Okay. Zum Ingwer-Schaum können wir noch sagen. Ja. Ingwer ist ja auch sehr gesund. Die Seefahrer haben das früher genommen, gegen Übelkeit. Man nimmt es bei Magen-Darm-Beschwerden und wird ja auch in der pharmazeutischen Betriebe ja verwandt als Creme. Ja. Für Ekzeme, Brandverletzungen wird immer Ingwer genommen. Früher, 200 Jahre zurück, wurde Ingwer gerne genommen, wie heute das Viagra. Ingwer ist ja blutverdünnend. Okay, also was für die älteren Herren, Ingwer, ein kleiner Tipp sozusagen. Also wenn Ingwer in der Küche ist, immer Achtung. Gut. Also für den Sonntagabend ist das genau das Richtige. Ein schönes Dessert machen mit ein bisschen Ingwer. Dann läuft es beim Essen und danach. So, was sind denn die nächsten Schritte dann? Also hier werden wir das Parfait zur Rose abziehen. Das dauert noch ein bisschen. Okay. Dann gehen wir unsere Reduktion langsam rein, auch vorsichtig. Werden dann mit der Sahne, geschlagene Sahne, Wärmeaustausch durchführen, dass sie uns nicht gerinnt. Die setzt sich dann beim Frieren ab. Ja. Wie bist du damals zum Kochen gekommen? Wenn du sagst, du hast für Gerhard Schröder gekommen, musst du ja eine richtige Begeisterung dafür aufgebracht haben, oder? Ja, die Begeisterung lag mehr bei meinem Vater als bei mir. Okay. Ich wollte immer zur Müllabfuhr, weil ich gedacht habe, die arbeiten nur mittwochs. Oh, bist du bitter enttäuscht worden dann? Bitter enttäuscht worden. Bin aber, mein Traumberuf war es eigentlich Kinderarzt. Kinderarzt, okay. Bin aber dann in die Hotellerie gegangen, hab Koch gelernt, war jahrelang als Koch unterwegs, weltweit. Und dann durch die Neurodermitis-Erkrankung, man wollte wieder zurück in die Gastronomie, also Jura studiert und wieder zurück ins Management. Also vom Kochen kommst du dann doch nicht ganz weg. Zu Hause kochst du dann auch noch? Oder? Nee. Wieso? Der Bereich gehört meiner Frau. Bei meiner Schwiegermutter fliege ich regelmäßig aus der Küche. Obwohl du Koch gelernt hast? Ja, ja. Wieso das? Sie meint immer, man wüsste alles besser. Also okay. Geht man freiwillig, ne?